Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es mal um ein Einhellgerät, um eine Dekopiersäge, die TCSS 405E. Und wenn dich das Thema interessiert, dann darfst du jetzt nicht abschalten. Ja, wer gern bastelt oder wer eine Holzwerkstatt zu Hause hat, der benötigt früher oder später sicherlich auch mal eine Dekopiersäge. Dekopiersägen gibt es in sehr vielfältigen Ausführungen und auch in allen Preisklassen. Ist natürlich immer die Frage, wenn ich das erste Mal mich mit einer Dekopiersäge beschäftige, reicht dann auch eine günstige hin oder kaufe ich gleich eine teure? Wo sind da generell die großen Unterschiede? Ich muss wirklich sagen, ich habe auch eine Dekopiersäge, die weit unter 100 Euro angesiedelt ist. Die nutze ich schon mehrere Jahre lang und bin damit auch sehr zufrieden. Ein Freund hat sich jetzt diese hier angeschafft, hat mir die hier freundlicherweise nochmal zur Verfügung gestellt, damit ich euch die hier vorführen kann. Die Säge liegt im Preisbereich von etwa 90 Euro. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch den tagesaktuellen Preis dann auch abrufen. Die Säge hat eine Leistung von maximal 120 Watt, eine Hubzahl von maximal 1600 Hüben pro Minute. Wir können hier auch Gehrungen schneiden, indem wir hier den Teller verstellen. Ihr seht, dass hier unten ist so eine kleine Skala mit dran und so ein kleines Rädchen. Das zeige ich euch dann gleich, wenn wir das Gerät ausgepackt haben und in Betrieb genommen haben. Die Hubzahl ist einstellbar von 400 bis 1600 Umdrehungen pro Minute bzw. Hübe pro Minute, hatte ich schon gesagt. Die maximale Schnitthöhe bei 45 Grad beträgt 2 cm und bei 90 Grad, das heißt, wenn das Sägeblatt hier senkrecht steht oder der Teller zumindest in der Waage ist, dann könnt ihr hier 5,2 cm unterkriegen. Aber da hat die Säge dann natürlich auch keinen Spaß mit, wenn ihr hier so dicke Balken oder irgendwas mit durchsägen wollt. Aber ich denke mal, das wisst ihr. Die Hubhöhe beträgt 14 mm. Die Sägeblattlänge ist hier mit 127 mm angegeben. Das sind so Standardsägeblätter. Zeige ich euch auch gleich genau, welche da reinkommen. Ich verlinke euch auch mal Ersatzblätter direkt unten in der Videobeschreibung. Die Ausladung, das heißt hier bis zum Arm von Sägeblatt zum Arm, beträgt 40,6 cm. Der Absauganschluss beträgt 36 mm im Durchmesser und die Größe des Arbeitstisches ist mit 40,8 mal 25 cm angegeben und das gute Stück wiegt hier 12,15 Kilogramm. Packen wir es mal aus, gucken wir es uns mal genauer an. Ja, die Säge kommt fast fertig montiert zu euch daher. Das heißt, die sieht dann so aus. Der Tisch ist hier noch angekantet ein bisschen. Das heißt, der steht dann so. Den könnt ihr gerade stellen und hier unten die Schraube anziehen und dann ist das Ganze fest. Bei mir war das Sägeblatt noch ausgehängt. Das funktioniert sehr, sehr einfach. Das ist ein Sägeblatt mit T-Schaft. Die sind also auch genormt. Die gibt es allerdings in unterschiedlichen Längen. Also passt da auf, welche Sägeblätter ihr dann entsprechend dort anschafft. Ihr könnt aber auch hier ganz einfach Rundsägeblätter einspannen. Wie das alles ganz genau funktioniert, steht in der Bedienungsanleitung. Ladet euch die Bedienungsanleitung gerne vorher runter, bevor ihr solche Geräte anschafft. Dann könnt ihr mal genau nachschauen, ob ihr mit solchen Geräten auch gut klarkommt und ob das Gerät über die Funktionen auch verfügt, die ihr haben wollt. Was ich bei diesem Gerät vermisse, sage ich euch gleich vorneweg, ist ein Fußpedal. Es gibt also diese Sägen auch mit Fußpedal. Dann kann ich wahlweise über den Gasdrehgriff das Ganze regulieren oder mit dem Fußpedal. Mit dem Fußpedal ist dann natürlich so ein bisschen einfacher, denn dann, wenn man verschiedene Geschwindigkeiten hat und hier irgendwelches Werkstücke dann führen möchte, dann ist das natürlich sehr, sehr einfach, das Ganze mit dem Fuß zu dosieren. Das ist dann ähnlich wie bei einer Nähmaschine, geht aber natürlich auch ganz normal wie gewohnt über den Handschalter. Ja, was ihr dann noch machen müsst, ist hier diese ganze Mimik hier, die kommt auch so fertig montiert zu euch, da drauf zu montieren. Das ist einmal hier der Spanschutz, die Spanschutzhaube und so ein kleiner Niederhalter ist mit dabei. Darunter führen wir dann das Holz entlang am Sägeblatt vorbei. Ihr seht schon, wir haben hier zwei solche kleinen Einbuchtungen und hier sind zwei kleine Schrauben dran. Das wird da einfach nur dran geschraubt und schon ist das fertig. Was ihr hier seht, ist so ein kleiner Staubschlauch, der saugt nicht, sondern der bläst. Und ihr seht, der endet hier vorne. Das heißt, wir müssen den hier oben noch auf unser Pumpenstück dann anschließen. Dadurch, dass die Säge dann hier Abluft produziert, wird das Ganze dann hier durch diesen Aquariumschlauch, möchte ich fast sagen,
bis hier vorne dann nach vorne geführt und kann dann auch die Späne vom Werkstück entfernen. Wie gut das funktioniert, werden wir uns gleich angucken. So in dieser Form habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich kenne es so, dass wir da sogenannte Industrietüllen haben. Das heißt, die können wir dann auch zielgerichtet irgendwo draufstellen. Wenn wir von hier pusten wollen, dann pustet das Ganze von hier. Wenn wir von da pusten wollen, pustet das Ganze von hier. Wir können das näher ran, wir können das weiter weg bewegen. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Hier ist dann alles gleich vorgegeben. Hier können wir nicht mehr viel variieren. Was super ist, ist, dass wir hier noch vier Füße haben. Die kommen hier unten in das Gehäuse gleich mit rein, werden von unten untergesteckt, wenn ihr das Gerät mobil halten wollt und vielleicht auf einem empfindlichen Tisch. Man kann ja problemlos auch im Wohnzimmer mal sägen. Dann solltet ihr auf jeden Fall diese Füße hier unterstellen. Ansonsten könnt ihr natürlich durch diese Löcher hier im Gehäuse dann das Ganze auch auf der Werkbank oder auf einem mobilen Tisch dann verschrauben. Mit dabei sind auch noch zwei Inbusschlüssel, die sehen so aus und damit könnt ihr dann hier oben nochmal die Sägeblattaufnahme verstellen. So, ich montiere jetzt mal den Spanschutz und dann gucken wir weiter. Ja, so sieht das Ganze dann im montierten Zustand aus. Ihr seht schon, der Niederhalter ist hier fest, den kann ich über diese Schraube hier verstellen. Das heißt, ich mache das lose und kann das Ganze hier, die ganze Mimik dann hoch und runter bewegen. Und wenn ich dann die ungefähre Dicke meines Holzes auch erreicht habe, was ich da drunter schieben will, dann drehe ich das Ganze hier fest und dann ist das in der Höhe hier auch arretiert. Die Schraube war hier bei mir etwas locker, sodass diese Spanhaube hier von alleine wieder runtergefallen ist. Das hat mir so nicht gefallen. Das ist vielleicht auch ein Sicherheitsschutz, sodass ihr die nur mal kurz hochschieben könnt und mal pusten könnt oder was weiß ich was da drunter gucken könnt. Ansonsten solltet ihr diese Spanschutzhaube natürlich immer nach unten bewegen. Das heißt, sie fällt von alleine runter. Ich habe das jetzt hier oben ein bisschen fester gezogen mit dem beiliegenden Inbusschlüssel und so kann ich die dann auch mal etwas aufklippen. Also das funktioniert auch problemlos. Um besser an das Sägeblatt heranzukommen, beziehungsweise an diese Sägeblatthalterung, unten wird es nur eingehängt, oben wird es auch nur eingehängt und dann verspannt ihr das Ganze wieder. Das funktioniert hier über diesen Hebel. Jetzt ist das Sägeblatt entspannt und wenn ich es wieder spannen möchte, dann könnt ihr das Ganze hier natürlich noch ein bisschen drehen, das heißt nach links oder nach rechts, dann wird es etwas lockerer oder etwas fester, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Und wenn ihr den Hebel dann nach hinten legt, dann wird das Ganze hier festgestellt, dann gibt es nochmal so einen ganz kleinen Millimeter Ruck und ihr hört dann schon, das Sägeblatt sollte sich dann ähnlich wie dieses hier anhören. Ansonsten ist es, wenn es einen höheren Ton gibt, wesentlich zu festgespannt und wenn es einen dumpferen Ton gibt, dann ist es zu locker gespannt. Wie gesagt, dieses Mittelteil hier, dieses Plastikteil könnt ihr entfernen, einfach mit dem Schraubendreher so ein bisschen drunter hebeln und kann das ganze Teil hier entfernt werden. Dadurch, dass das hier dann offen ist, könnt ihr das natürlich um das Sägeblatt dann auch herumbuchsieren. Ja, an der Front der Säge befindet sich hier einmal ein Absaugstutzen. Dort könnt ihr euren Staubsauger anschließen. Wessen Staubsauger nicht passt, ich habe hier schon des Öfteren mal einen Stufenadapter auch vorgestellt. Damit könnt ihr jeden Staubsauger mit praktisch jeder Maschine dann auch koppeln. Werde ich unten auch in der Videobeschreibung verlinken. Und dann könnt ihr hier auf jeden Fall auch eine aktive Staubabsaugung anschließen. Ansonsten, die Maschinen, die machen nicht wirklich viel Staub. Das kann man nicht wirklich sagen. Vor allen Dingen wird ja hier auch der ganze Staub, der oben dann lagert, auch weggepustet. Das heißt, er landet sowieso irgendwo neben euch auf dem Tisch. Aber so ein bisschen bringt das natürlich. Müsst ihr selber abwägen, ob ihr das braucht oder nicht. Ihr solltet natürlich nach dem Gebrauch die Maschine immer etwas reinigen. Das heißt, entweder mit Pressluft mal säubern oder dann tatsächlich auch mal absaugen. Denn wenn dann natürlich dann sich die Späne da unten drin sammelt, hier unten in dem Raum meine ich, dann kann das natürlich schnell zu Verstopfung auch führen und dann bewegt sich das vielleicht nicht mehr alles so richtig gut und dann habt ihr damit nur Probleme, also haltet euer Werkzeug stets sauber. Hier haben wir den Ein- und Ausschalter. Ihr seht da schon, daneben haben wir die Geschwindigkeitsverstellung. Hier haben wir so einen kleinen Indikator mit dran, inwieweit das Ganze dann hier in der Geschwindigkeit geregelt ist. Und hier haben wir die Neigung für den Tisch. Das heißt, wenn ich das hier löse, dann kann ich den Tisch ankippen. Und wir haben auch eine kleine Skala mit drauf. Jetzt zur Genauigkeit kann man auch sagen, wir haben hier, wie ihr seht, eine kleine Schraube mit dran an dieser kleinen Anzeigenadel. Damit ist es uns natürlich möglich, das Ganze sehr, sehr genau zu justieren. Das heißt, wir brauchen hier gar nicht auf die Genauigkeit weiter eingehen, denn die könnt ihr hier wirklich dann selbst nachjustieren. Ihr müsst dann ein paar Probeschnitte machen, haltet dann Winkelmesser oder irgendwas gegen und dann ist das natürlich hier sehr, sehr genau einstellbar. Ja, dann hole ich mal ein Stück Holz rein und dann sägen wir mal eine Runde. So, ich habe die Säge jetzt angeschlossen, dann werde ich sie mal einschalten. Dann hört ihr auch mal die Lautstärke.
Das ist jetzt die langsamste Einstellung. Ich werde jetzt mal bis zur höchsten Einstellung hochfahren. Und das Ganze ist natürlich stufenlos dazwischen regelbar. Ihr merkt das schon, das kann ich hier sehr fein über das Potentiometer, was vorne, was ich euch gezeigt habe, dann auch einstellen. Und wir haben natürlich an der Säge selbst vorne auch einen Sicherheitsschalter. Das heißt, wenn jemand den Stecker rauszieht und dann wieder reinsteckt, dann müsst ihr die Säge vorne am Schalter dann auch wieder einschalten. Ansonsten schaltet die sich dann automatisch ab, so wie sie von der Stromzufuhr getrennt wird. So, wie gesagt, ihr könnt hier auch Rundsägeblätter einspannen. Mit Rundsägeblättern arbeite ich natürlich gerne, denn dann könnt ihr auch nach links und rechts verschieben, vor und zurück das Ganze bewegen. Das macht das Ganze ein bisschen praktikabler, wenn ihr kleine Teile aussägen wollt, wenn ihr Schwibbögen oder sowas herstellt oder kleine Modellbauteile oder, dann sind Rundsägeblätter oft die bessere Wahl. Allerdings haben diese normalen Sägeblätter, möchte ich sie fast nennen, natürlich auch ihren Vorteil, denn die arbeiten natürlich wirklich sehr, sehr schnell dann mit Vortrieb. Und wenn ihr gerade Strecken schneiden wollt, damit, wenn ihr einen Stern aussägen wollt oder sowas, dann benutzt man natürlich sowas auch. Schön ist natürlich, dass man hier bei der Maschine dann beide Sägeblätterarten auch verwenden kann. So, dann schiebe ich mal was unter. Seht ihr, innerhalb kürzester Zeit kann ich hier so ein Stück ausklinken und dann kann man das natürlich weiter bearbeiten. Letztendlich ist eine Dekupiersäge ja hauptsächlich dafür da, Laubsägearbeiten dann zu ersetzen bzw. das Ganze etwas zu beschleunigen. Ich habe jetzt bewusst hier den Spanschutz mal oben gelassen. Ihr habt auch gesehen, hier oben drauf sammelt sich nicht wirklich viel an Staub. Allerdings, hier unten fällt dann schon etwas raus. Und das könnt ihr natürlich dann hier durch diese Staubabsaugung ein bisschen minimieren. Es wird immer irgendwo etwas Staub liegen bleiben. Und wie gesagt, die Maschinen selbst produzieren gar nicht mal so viel Staub, je nachdem, was ihr damit für ein Material dann auch sägt. Ja, Bedienungsanleitungen sind natürlich auch dabei, hatte ich glaube ich vorhin noch gar nicht gezeigt, sehen so aus, Sicherheitshinweise sind da noch mit dabei und dann noch ein kleiner Zettel. Ansonsten habt ihr mit diesem Buch hier schon einiges zu tun, ist auch mehrsprachig gehalten. Ja, ich werde euch auch noch andere Dekupiersägen-Videos hier auf dem Kanal, die ich selber gemacht habe, dann auch verlinken. Könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen, dazu könnt ihr dann nochmal vergleichen, ob diese Maschine hier etwas für euch ist. Ich muss sagen, als Einsteiger ist das schon eine faire Lösung, hier was Einhell uns hier präsentiert. Das Ganze ist sehr robust aufgebaut. Der Tisch, der ist wirklich massiv gebaut. Ihr könnt ihn, wie gesagt, hier über diese Schraube dann auch noch neigen. Ihr könnt Gehrung schneiden. Wir könnten das jetzt alles nochmal machen und nochmal nachmessen, macht aber keinen Sinn, da ich euch ja schon darauf hingewiesen habe, dass das hier unten alles noch justierbar ist und ihr euch das wirklich so einstellen könnt, wie ihr das tatsächlich dann auch haben möchtet. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht wirklich viel mit Gehrung bei Dekupiersägen gearbeitet. Die meiste Arbeit, die ich damit dann verrichte, ist dann wirklich hier in dieser waagerechten Position. Schön ist, wenn dieser Schlauch mal irgendwann kaputt gehen sollte, die gibt es natürlich hier im Aquariumbedarf oder einfach so im Baumarkt. Und dann könnt ihr den natürlich auch hier problemlos ersetzen. Das ist bei manchen anderen Geräten vielleicht nicht unbedingt der Fall. Das ist immer ganz toll, wenn hier irgendwelche Standardsachen dann bei sowas verbaut sind. Ja, durch die Vibration kann es natürlich mal passieren, dass die Maschinen dann so ein bisschen hin und her laufen. Dafür sind dann natürlich auch die Gummifüße da. Habe ich bei anderen Herstellern auch in dieser Form so noch nicht gesehen. Und was auch schön ist, ist, dass wahlweise diese Füße halt untergesteckt werden können oder ihr das Ganze dann auch festschrauben könnt auf der Werkbank, so dass euch dieses Gerät dann nicht irgendwie die Oberflächen irgendwo zerkratzt oder gar vom Tisch dann herunterwandert. Ja, Fazit ist eine einfache, robuste Ausführung. Für Einsteiger sicherlich eine sehr, sehr gute Wahl. Wer im Einhell-Universum schon zu Hause hat, der wird sich eine solche Säge sicherlich erst anschaffen, bevor er zu irgendwelchen Profigeräten greift.
Wer natürlich schon viel mit Dekupiersägen gearbeitet hat und da was ganz Spezielles dann an Funktionen benötigt oder sowas oder andere Marken dann gewöhnt ist, für den ist diese Säge natürlich nicht so interessant. Macht euch euer eigenes Bild darüber, zieht euer eigenes Fazit. Ihr habt die Säge jetzt hier im Einsatz gesehen, ihr habt den Aufbau gesehen, das war alles super einfach. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn dem so war, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage bis dahin.